Hallihallo, ich wollte mal unser neues Büro zeigen, weil ich mit Bewerbern schon sehr intensiv darüber spreche. Und da man das momentan noch nicht sehen kann, weil wir in einem Übergangsbüro sind, wollte ich zumindest ein kurzes Video davon machen, damit man das, was man schon sehen kann, ziemlich viel Baustelle, zumindest mal kurz anschauen kann. Das, was man hier jetzt schon direkt sehen kann, ist, dass wir einen ganz hervorragenden Blick über Wiesbaden haben werden. Hier ist gerade 18 Uhr, Abendsonne geht unter. Und man sieht auch, dass wir tatsächlich hier in alle Himmelsrichtungen sehr viel Balkon haben. Leider kann ich auf den Teil hier nicht rausgehen. Das wäre tatsächlich sehr interessant, weil der Balkon zum einen ziemlich groß ist und auch hier der ganze Bereich, der jetzt auch noch bis nach ganz hier hinten weitergeht, der geht zur Innenstadt, zur Kirchgasse, der Fußgängerzone raus und ist sehr ruhig, weil da halt keinerlei Autos fahren und so weiter. Der Teil hier und da hinten, wo wir gleich noch hinlaufen werden, der ist von Bussen und Autos befahren und auf diese Weise deutlich lauter. Aber das gucken wir uns gleich nochmal an. Das ist jetzt hier der Innenbereich des Büros. Ich bin hier in diesem Bereich, den wir später als produktiven Bereich nutzen wollen werden. Hier wird das Team Web sitzen, ein Kanban-Team, ein relativ großes. Hier wird ein Meetingraum hinkommen. Hier wird so eine Küche und ein Aufenthaltsbereich sein. Diese Nischen hier jeweils, die so getrennt sind, sind Bereiche für jeweils ein Scrum oder ein Kanban-Team. Gehen wir mal weiter. Man sieht auch schon ganz viele Kabel, die hier rumhängen. Alles noch sehr stark Baustelle. Hier kommt noch ein größeres Team rein. Ah, hier gibt es tatsächlich sogar einen Ausgang. Dann machen wir den nochmal auf und gucken uns das mal an. Hier ist also der Balkon. Und ich kann keine Ahnung, ob man das im Video mitbekommt, aber das ist wirklich sehr ruhig. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass in der Fußgängerzone schon keiner mehr zugange wäre. Da sind übrigens dort tatsächlich noch ein paar Leute. Sondern hier gibt es halt keine Straße. Und dieser ganze Bereich hier draußen gehört mit zu unserer Mietfläche, kann von uns ausschließlich genutzt werden. Und auf diese Weise kann jeder, der bei uns arbeitet, künftig auch draußen arbeiten. Momentan sind die Temperaturen dafür ja noch sehr gut geeignet. Das Büro wird vermutlich erst Ende November fertig sein. Da dürfte es ein bisschen kälter sein. Aber für die, die rauchen, ist das eine gute Nachricht. Und auch für die, die keine Frostbeulen sind, so wie ich, ist das sicherlich auch eine gute Nachricht. Und die sieht man auch schon, das geht hier komplett rum. Wir haben die ganze Einheit bis nach da ganz hinten, wo jetzt die Sonne scheint, haben wir das gemietet. Und da hinten zeige ich das gleich auch nochmal. Jetzt gehen wir mal zurück hier über den Balkon. Von dem erwarte ich mir übrigens unheimlich viel. Ja, wollen ein paar Pflanzen raus, wollen Sachen hinstellen, damit wirklich die Mitarbeiter auch produktiv arbeiten können. Naja, dann schauen wir mal. So, jetzt laufen wir hier wieder rein. Gucken uns nochmal den Rest des Büros an. Hier die einzelnen Räume für die Scrum-Teams haben wir schon gesehen. Hier gibt es so Rückzugsbüros, also für die Product Owner und Scrum Master, die sollen die Möglichkeit haben, auch in ruhigen Büros zu sein. Das wird dann hier mit Glas oder mit Gipskartonwänden abgeschottet, sodass man da auch in Ruhe telefonieren, Telefonkonferenzen machen kann und auch kleine Meetings und die anderen nicht stört. Und da kommt gerade jemand. Aber dann ignorieren wir das einfach mal. Hier wird es einen relativ großen Gang geben, in dem wir planen, rechts und links Displays aufzuhängen. Der ist relativ dunkel und lang, den müssen wir aus Brandschutzgründen, musste der aufgebaut werden. Und hier kommen wir jetzt in den Eingangsbereich des Büros. Hier sind die Fahrstühle. Ich weiß gar nicht, ob man das aus dem Video sich dann noch so gut orientieren kann, aber hier kommt man aus dem Luisenforum hoch, den Fahrstuhl. Und hier wird es dann eine große Eingangstür geben. Und hier kommt man dann in das Büro rein. Das ist hier der Eingangsbereich und kann dann, hier wird Front Office und Services sein. Hier hinten ist es tatsächlich auch schon unser Serverraum. Toiletten, die zeige ich jetzt nicht. Hier wird unsere IT sitzen. Da hinten kommt mein Filmstudio rein. Ist auch schon entsprechend dunkel. Ich weiß gar nicht, ob das so interessant ist, aber jetzt bin ich schon mal da. Laufen wir auch rein. Kann man jetzt nicht besonders viel sehen, aber das ist der Raum für unser Filmstudio. Und hier kann man jetzt halt wer im Luisenforum schon mal gewesen ist, der wird hier diese Kuppel kennen. Und hier kann man halt in das Luisenforum runterschauen.
Und ja, dann gehen wir mal in den anderen Teil des Büros. Gibt es noch? Hier ist noch ein Handwerker, der vermutlich denkt, ich sei ausgeflippt. Und hier ist der zweite Teil des Büros, in dem wir Rückzugsbüros für Mitarbeiter haben. Achso, hier bin ich schon vorbeigelaufen. Hier wird vermutlich der Sebastian Preuß und ich sitzen. Da kann man auch wieder rausgehen. Das ist eines der Rückzugsbüros. Und hier sieht man dann draußen auch schon, dass es deutlich lauter ist. Ja, weil hier nämlich jetzt die Luisenstraße ist. Da fahren unten auch Busse lang. Und nachher, wenn wir da nochmal rausgehen, sehen wir auch, da kommt dann die Schwalbacher Straße. Das wird der Bereich sein, wo wir Mittagessen haben. Und im Sozialbereich, der wird dann etwas lauter sein. Toiletten sind hier schon teilweise ausgestattet. Das sind auch hier Rückzugsbüros, werden das, wo alle Mitarbeiter, die jetzt irgendwie denken müssen, die es ruhig haben müssen, sich zurückziehen können. Dann hier drüben ist ein Fitnessstudio direkt nebendran. Grundsätzlich hat das Luisenforum unheimlich viel an Infrastruktur zu bieten, den Rewe, den DM-Markt, da kommt ein Saturn rein, Karstadt Sport, hier ist nochmal ein Meetingraum. Dann hier kommen noch ein Serverraum und Abstellkammer, Archiv und so weiter. Hier ist nochmal so ein Fluchtweg. Und das hier wird ein relativ großer Aufenthaltsbereich werden, in dem wir bestimmt auch mal eine Einweihungsfeier feiern werden und darüber hinaus zu Mittag essen werden. Toiletten, die kann man auch nochmal rausgehen. Gibt es dann wieder, also ab hier, da drüben, wo die Sachen schon stehen, das ist jetzt vom Fitnessstudio. Und hier sieht man jetzt die Schwalbacher Straße. Das hat man im Video bestimmt auch. Das ist halt jetzt hier eine deutlich befahrenere Straße in Wiesbaden, sehr zentral. Da drüben ist das Parkhaus, da haben wir für unsere Mitarbeiter Parkplätze anmieten können. Und dann gibt es ja auch nochmal Außenflächen, die hoffentlich nicht immer mit Bausachen zugestellt sein werden. Und wenn man hier jetzt wieder zurückschaut, dann sieht man da den Rest des Büros und der Terrasse von der anderen Seite. Ja, so viel zu einer kurzen Einführung in das neue Büro von Salat Media. Bisher noch eine komplette Baustelle, aber ich hoffe, dass wir schon bald ein Video mit einem ausgebauten Zustand machen können und freue mich darauf, wenn Sie sich jetzt für einen Job bei Salat Media interessieren, wenn das auf Sie attraktiv wirkt und ansonsten als Kunde Sie vielleicht mal vorbeikommen wollen, um uns hier zu besuchen. Alles klar, vielen Dank, bis dann, tschüss. So, jetzt muss ich hier nochmal den Ausknopf finden, mal kurz den Ausblick zeigen und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.